Das Moor. In der Literatur ein oft sagenumwobener Ort, der manchen auch etwas unheimlich scheinen mag. Doch wir sollten sie nicht fürchten, sondern feiern. Denn unsere Moore haben unfassbares Potenzial. Sie sind Heimat ganz besonderer Tier- und Pflanzenarten. Der Grünfrosch verschmilzt hier nahezu mit seiner Umgebung. Der Sonnentau ist so selten wie clever. Die tauähnlichen Tropfen sind klebrig, ziehen Insekten an, von denen sich die fleischfressende Pflanze ernährt. Wer ganz viel Glück hat, kann in die sattrot umrandeten Augen des Schwarzstorchs blicken. Er sucht hier gerne sein Futter, ist im ganzen Süden von Bayern vom Aussterben bedroht. Eine Artenvielfalt, die ihresgleichen sucht, wo man hinsieht, lebt das Moor. Die andere, beinahe unfassbare Eigenschaft des Moores sieht unser Auge nicht, denn zwischen Pflanzengewirr und Artengetümmel ist das Moor ein riesengroßer Speicher. Ein Speicher von Kohlenstoff. Der ist im Moorboden oder genauer in den Wurzeln abgestorbener Pflanzen gespeichert. Die sind voll von Kohlenstoff. Das Wasser um sie herum hält sie davon ab, diesen Kohlenstoff an die Luft als CO2 abzugeben. Werden Moore beispielsweise für die Landwirtschaft oder für den Gewinn von Torf trockengelegt, wird dieses CO2 nicht mehr gehalten, gelangt in unsere Atmosphäre. Die Trockenlegung von Mooren weltweit produziert so doppelt so viel Emissionen wie der gesamte Flugverkehr rund um unseren Globus. Was kann dagegen getan werden? Ich bin im Moorland Ostallgäu, nahe Stötten am Auerberg. Hier im Randgebiet treffen sich Moor und landwirtschaftliche Flächen. Andreas Staus ist Teil des Vorhabens Moorlandwirtschaft für Klimaschutz Allgäu, kurz Mola Klim. Also wir sind eben ein landwirtschaftlich orientiertes Projekt. Ja. Uns interessieren quasi Möglichkeiten zu entwickeln, wie ehemalige Moorstandorte auch zukünftig dann in einem relativ nässeren Zustand weiter bewirtschaftet werden können. Genau an diesen Randgebieten will Andreas Staus ansetzen und stellt die Fragen: Kann das Moor hier wieder wachsen? Kann die einstige Trockenlegung der Moorrandflächen wieder rückgängig gemacht werden? Können sie wieder ihre wichtige Rolle als CO2-Speicher zurückgewinnen? Und kann die Nutzung der Flächen, beispielsweise die landwirtschaftliche Nutzung, gleichzeitig erhalten bleiben? Wenn wir jetzt mal ganz konkret uns beispielsweise diese Fläche hier anschauen, die liegt hier direkt am Moor. Was könnte hier mit dieser Fläche geschehen? Wie könnte die genutzt werden, sodass sie zum einen feuchter wird, sozusagen wieder in Richtung Moor geht, die Möglichkeit hat, CO2 zu speichern, aber zum anderen auch noch in irgendeiner Weise dem Landwirt trotzdem Erträge bringt. Das ist ja so der Knackpunkt, oder? Genau. Also Punkt 1, ne, wir haben hier so eine Hangsituation. Typischerweise kommt auch aus dem Hang Wasser, also Grundwasser. Und die Flächen wurden alle mit Drainagen entwässert. Und ein Schritt zum Klimaschutz ist quasi, diese Drainagen wieder auszubauen und das Wassermanagement. Also wir reden von einem Wassermanagement, weil wir auch den Wasserstand möglichst regulieren wollen. Also wir wollen nicht einfach nur die Badewanne volllaufen lassen, sondern wir wollen den Wasserstand managen und regulieren auf mittlere Sicht. Und das andere ist eben, wir brauchen natürlich auch zum Teil eine spezielle Technik. Ja, also eine Landtechnik, ich kann nicht mit einem schweren Schlepper mehr ohne weiteres einfach so in die Flächen fahren. Aber was soll dann hier wachsen? Wie können landwirtschaftliche Nutzung und Wiederbelebung von Moor vereint werden? Neben nasserer Weideflächen kann sich Andreas Staus beispielsweise auch vorstellen, hier bestimmte feuchtliebende Gräser anzubauen, die dann zu Dämmstoff verarbeitet werden könnten. Auch könnten die Flächen genutzt werden, um Substanzen für neuartige Biokunststoffe zu schaffen. Auf einer Fläche von knapp 30 Fußballfeldern, verteilt auf 6 landwirtschaftlichen Betrieben im Ostallgäu, sind Versuche rund um das Thema derzeit vorstellbar. Es geht jetzt bei uns nicht so sehr darum, wirklich großflächig diesen Moorschutz schon zu machen, sondern es geht darum, quasi diese vielfältigen Fragestellungen zu bearbeiten, aus denen dann heraus wieder
sage ich mal, Empfehlungen auch für zukünftige Agrarpolitik und so weiter entstehen können, weil eben so viele Fragen zu klären sind. Ja, ja. Es geht ja auch um Fragen des Eigentumsrechts, des Wertes von Flächen. Es geht um diese Verwertungssachen, die wir vorher schon angesprochen haben. Es geht um die großflächige Hydrologie in Landschaften. Ja. All diese Themen, wo noch ganz viele offene Fragen zu bearbeiten sind in den nächsten Jahren. Mit knapp 6 Millionen Euro aus dem Energie- und Klimafonds wird der Landkreis Ostallgäu vom Bund gefördert. In den kommenden Jahren soll weiter geforscht und getestet werden, wie der CO2-Speicher Moor auch im Kontext von landwirtschaftlicher Flächennutzung existieren kann. Für mich geht es vom CO2-Speicher zum CO2-Sparer, von innovativen Moor-Experimenten zum klassischen Drahtesel. Denn natürlich kann auch dieser ganz simpel beim Thema Klimaschutz mithelfen. Laut Umweltbundesamt kommt etwa ein Fünftel der bundesweiten Treibhausemissionen vom Verkehr. Das Potenzial der Einsparung ist in diesem Bereich also enorm. Doch wie alltagstauglich ist das Radfahren denn im Ostallgäu? Ich bin in Marktoberdorf unterwegs und komme mit mehreren Radfahrerinnen und Radfahrern ins Gespräch. Jürgen Propach zum Beispiel hat gar kein Auto, fährt alles mit dem Rad. Und wie gut klappt das? Zuallermeist ist es ganz gut. An ein paar Stellen gibt es Nachholbedarf für Radwege, finde ich, an den großen Straßen. Also gerade die Hauptstraße quer durch Marktoberdorf, da ist die Meichelbergstraße, ist nicht gut für Radfahrer fahrbar, weil da so viel Verkehr ist und es keinen Radweg gibt. Ja. Also es gibt schon so ein paar Stellen, wo Sie sich wünschen würden, dass mehr Radwege dann ausgebaut werden, oder? Auf jeden Fall, und ein bisschen mehr Rücksichtnahme von den Autofahrern wünsche ich mir auch manchmal, ja. Wie viel fahren Sie denn so ungefähr? Schätzen Sie mal so in der Woche oder im Monat? Können Sie das irgendwie beziffern? Ich würde sagen, im Monat sind es vielleicht 200 Kilometer im Moment, weil ich jetzt nicht wahnsinnig viel unterwegs bin. Ist ja einiges, 200 Kilometer, ne? Und der Rest dann mit dem Zug, ja. Okay. Ja. Und wie kommt es, dass Sie kein Auto haben? Ist es aus finanziellen Gründen oder weil Sie auch klimafreundlich unterwegs sein wollen? Also mein altes Auto hat den Geist aufgegeben und dann habe ich mir gedacht, brauche ich jetzt wirklich eins? Und im Moment brauche ich eben keins. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mache ich so. Und wenn es jetzt ganz schlimm kommt, dann kann ich mir eins aus der Familie leihen, die auch hier wohnt. Ja. Aber im Moment funktioniert es noch ganz gut, trotz Schneeregen heute. Ja, darüber darf man sich dann nicht ärgern. Aber dafür habe ich mich ja entschieden fürs Fahrradfahren und dann nehme ich das in Kauf, ja. An der angesprochenen Meichelbeckstraße ist auch entsprechend wenig Radverkehr. Zumindest auf den ersten Blick sehen wir hier hauptsächlich Fußgänger und Autos. Wir starten einen Test. Wie viele Menschen befahren eine der verkehrsreichsten Ecken hier mit dem Rad? Der Zeitraffer läuft und währenddessen will ich noch weitere Stimmen zum Thema Radfahren einsammeln. Wie ist es hier zum Radfahren? Ist es angenehm oder gibt es hier was? Nee, da kann man einiges verbessern. Was zum Beispiel? Radwegen her. Also es ist immer noch eine Autostadt. Immer noch viel zu viel Autorechte im Vergleich zu Fahrradrechten. Meinen Sie, man müsste schon mehr Radwege auch ausbauen hier? Ja, also ich meine, mein Sohn ist 10, ich würde ihn jetzt hier alleine nicht fahren lassen. Wenn, dann würde ich mitkommen, aber hier ist mir das Verkehrsaufkommen einfach zu groß, dass ich ihn hier alleine fahren lasse. Also man muss halt Umwege gehen und schieben, damit man dann halt über einen hier Zebrastreifen oder über eine Ampel kommt oder sonstiges. Also für Fahrräder hier in der Innenstadt jetzt nicht. Also raus, also von der Innenstadt raus oder rein, da geht's. Aber in der Innenstadt selber sind hier jetzt keine Fahrradwege. Also ich persönlich habe jetzt schon erwachsene Kinder, aber ich glaube, wenn jetzt die jüngeren, sage ich mal, Generation mit Kindern, glaube ich, gehört einfach schon noch ein bisschen, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, hier nochmal ein bisschen die Fahrradwege ein bisschen auszubauen. Um das auch ein bisschen attraktiver zu gestalten. Ist schon eher schwieriger, würde ich sagen, hier in Marktoberdorf, weil es halt einfach keine separaten Radwege gibt. Jetzt gerade, ich bin früher auch mit dem Fahrrad ins Gymnasium gefahren. Und ja, war es nicht ganz so einfach. Da endet dann irgendwo einfach der Radweg und man muss dann irgendwie kurzzeitig mal auf die Straße ausweichen. Und das ist, wie gesagt, nicht so einfach auf Dauer. Und das sieht man dann auch an der Verkehrsverteilung. Nach 10 Minuten zählen wir über 90 Pkw, rund 30 Fußgänger
und gerade mal ein Fahrrad. Das ist natürlich auch der Jahreszeit geschuldet. In warmen Zeiten wird hier deutlich mehr geradelt. Letzten Sommer zum Beispiel hat der Landkreis Ostallgäu bei der Aktion Stadtradeln teilgenommen. Jeder, der wollte, konnte sich registrieren und Kilometer für den Landkreis sammeln. Thema Radeln hier im Landkreis. Sie haben ja letzten Sommer auch sehr erfolgreich am Stadtradeln teilgenommen. Was konnte der Landkreis denn da für sich verzeichnen? Ja, uns freut es natürlich sehr. Wir haben jetzt noch mal eine Auszeichnung bekommen als fahrradaktivster Landkreis in Bayern. Und das freut uns besonders, weil wir das erste Mal mitgemacht haben. Vielen Dank nochmal an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von hier aus. 863.000 Kilometer sind erradelt worden von 4.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir haben es mal umgerechnet, das ist die Strecke einmal zum Mond und wieder zurück. Also ein enormer Erfolg für uns. Nicht schlecht, ja. Und das bei der ersten Teilnahme direkt. Ja, damit haben wir auch so aufs Erste nicht gerechnet. Haben Sie geplant, jetzt dieses Jahr, diesen Sommer da auch wieder mitzumachen, wenn ja, so eine Aktion also, wieder... das ist fast Verpflichtung jetzt. Ja. Also wir planen natürlich eine erneute Teilnahme. Wir sind eine Fahrradregion hier. Wir sind ja ADFC, fahrradzertifizierte Region und haben auch 5 Sterne Fahrradstrecken hier und wollen eben jetzt diese Aktion auch mitnutzen, dass wir das Freizeitradeln und das Alltagsradeln mit unterstützen. Genau, das wäre im Prinzip nämlich der nächste Punkt. Diese Aktion, das war ja über einen begrenzten Zeitraum. Und wir haben uns jetzt aber mal auch so ein bisschen im Alltag umgeschaut, was das Radfahren im Alltag angeht. Waren auch hier unterwegs, haben die Leute gefragt. Da haben wir jetzt öfter gehört, ja, einige, die sind schon ganz happy. Andere sagen aber auch, gerade hier in Marktoberdorf, Mensch, da fehlt mir noch so der ein oder andere Radweg, gerade auf den viel befahrenen Straßen. Sind das Stellschrauben, an denen Sie noch drehen können oder wollen? Das sind sicherlich Stellschrauben, an denen wir als Landkreis drehen wollen. Also vor allem das Alltagsradeln rückt mehr und mehr in den Fokus, auch bei uns. Wir sind jetzt gerade aktuell dabei. Es gibt eine bayernweite Abstimmung zu einem Alltagsradverkehrsnetz. Hier braucht man natürlich die Straßenbaulastträger, gerade an den befahrenen Straßen, sehr stark im Boot. Diese Planung ist jetzt mal abgestimmt mit den Straßenbaulastträgern Kommune, Landkreis, Freistaat. Die wird vorgestellt im Kreisausschuss und kann dann an die Straßenbaulastträger weitergegeben werden. Dort sind Lücken, Optimierungen, Sicherheitsthemen mit abgedeckt. Und dann werden wir dort auch zu Verbesserungen kommen können. Und die Baulastträger können das in ihre Planungen mit einfließen lassen. Vom matschigen Moor zum Regenradverkehr. Beim Thema CO2-Reduzierung ist einiges los im Landkreis Ostallgäu.